Willkommen zurück bei Vodafone-LTE.de. Ich möchte Ihnen nun den Lieferumfang und die Einrichtung des Samsung Galaxy S2 LTE zeigen. Neben dem Gerät selbst, dessen Schutzfolien ich schon entfernt habe, befindet sich in der Verpackung natürlich eine Kurzanleitung, ein USB-Ladegerät mit dem entsprechenden Steckernetzteil. Ersatzstücke für die Kopfhörer. Natürlich die Kopfhörer selbst. Und das Wichtigste, der Akku. So, um nun den Akku und die SIM-Karte einzulegen, müssen Sie auf der Rückseite den Deckel entfernen. Über der Kamera befindet sich eine kleine Öffnung, wo Sie mit dem Fingernagel hinterfassen können und dann vorsichtig die hintere Klappe entfernen. In dem Bereich wird der Akku eingelegt. Hier haben Sie eine Halterung für eine MicroSD-Karte, um den Speicher des Gerätes zu erweitern. Und hier oben wird die SIM-Karte eingesetzt. Hierbei handelt es sich um eine Mini-SIM mit der entsprechenden abgeschrägten Ecke und der Markierung innerhalb des Halters können Sie genau sehen, wie rum die SIM-Karte eingelegt werden muss, mit dem Chip nach unten zu den Kontakten und eben mit der abgeschrägten Ecke nach links. So, dann sitzt die Karte hier drin. Nun kann ich den Akku einlegen mit den entsprechenden Kontakten hier oben. Und dann, wenn ich nicht noch den Speicher erweitern möchte, den Deckel wieder verschließen. Auf der Seite befindet sich der Ein-Ausschalter des Gerätes. Den betätige ich nun. Mit einem kleinen Summen zeigt das Gerät, wenn man ihn gedrückt hält, an, dass es sich einschaltet und dann beginnt zu booten. Nach dem Bootvorgang kommen Sie sofort in das Startmenü. Da es sich um ein Android-Gerät handelt, müssen Sie über einen entsprechenden Google-Account verfügen, um die Apps und sonstigen Funktionen optimal nutzen zu können. Auch ohne Einrichtung können Sie bereits die Notruffunktion nutzen. Oder eben die Sprache anpassen. In unserem Fall ist das Gerät erstmal in den deutschen Sprachmodus hineingebootet. Aber das ist in unserem Fall ja auch korrekt. Und wenn ich den Bildschirm berühre, komme ich auch in die Möglichkeit hinein, vom Gerät aus ein entsprechendes Google-Konto zu erstellen, mich mit einem vorhandenen Google-Konto anzumelden oder diesen Punkt zu überspringen. Ich habe ein entsprechendes Konto vorher auf dem PC angelegt und werde dieses jetzt hier hinterlegen, um das Gerät weiter einrichten zu können. So, ich habe jetzt bereits die PIN der SIM-Karte eingegeben, den Google-Account mit Benutzername und Passwort, das Ganze mit weiter bestätigt und bekomme nun eine Abfrage, ob das System Standortinformationen verwenden darf, um eben ortsspezifische Anwendungen nutzen zu können. Das bestätige ich einfach mit weiter, aber Sie könnten hier auch die entsprechenden Häkchen abwählen. Dann gibt es noch eben die Frage zum Sichern und Wiederherstellen. Falls Sie
einen bestehenden Account nutzen, das Gerät wechseln, können Sie eben über diese Funktion die bereits installierten Apps entsprechend übernehmen. So, und jetzt wird bestätigt, dass das Google-Konto nun mit diesem Telefon verknüpft ist und ich das Setup an der Stelle abschließe. Nun kann ich noch Grundeinstellungen vornehmen, wie das Datum, die Zeitzone, die Uhrzeit, wobei in diesem Fall das Gerät sich diese Informationen aus dem Netz des Anbieters holt, also die passen schon alle, das 24-Stunden-Format ist vorbelegt und hier unten kann ich noch das Datumsformat einstellen, aber alle Informationen passen für unseren Fall. Ich gehe also weiter. Und danach komme ich auf den Homescreen des Gerätes mit einer großen Uhrzeitanzeige, der Google-Suche, einer Wetterinformation, in diesem Fall von Hamburg, weil mich das Gerät hier geortet hat, und den Grundfunktionen wie der Telefonie, den Kontakten, Nachrichten und entsprechend Anwendungen, die ich über den Google Play Store natürlich erweitern kann. Und hier unten mit dem Home-Button komme ich immer wieder auf diesen Homescreen, auf den Startscreen des Gerätes zurück. So, mittlerweile habe ich aus dem Google Play Store die App Speedtest installiert, um Ihnen auch einmal einen Netzgeschwindigkeitstest zeigen zu können. Wie Sie hier oben eventuell klein erkennen können, aber vielleicht ist es auch zu dunkel, das Gerät ist aktuell im 4G-Netz von Vodafone eingebucht. Allerdings befinden wir uns hier im Inneren eines recht gut abgeschirmten Gebäudes, also es kommt nur ein Balken dieses 4G-Netzes an. Wir erwarten also nicht zu viel Geschwindigkeit. Aber ich starte jetzt trotzdem einmal den Test und dann schauen wir, wie viel hier dennoch erreicht werden. Sind also so etwa 5 Megabit pro Sekunde im Downstream, dann nochmal knapp hochgegangen auf 6 Megabit. Und der Upstream ist in dem Falle sogar höher mit 7 Megabit. Interessant ist das 4G-Netz vor allen Dingen dadurch, dass es eben noch nicht so überlastet ist wie das UMTS-Netz, also gerade in Großstädten, wo noch nicht jeder ein LTE-Smartphone nutzt, können Sie eben an stark frequentierten Orten häufig eben über das LTE-Netz noch eine höhere Geschwindigkeit erreichen und eben das überlastete UMTS-Netz umgehen. Und außerhalb von Gebäuden natürlich sind diese Werte im Allgemeinen besser. Vodafone nutzt ja vorwiegend die 800 MHz Frequenz, nennt das Ganze dann Real LTE, weil die Reichweite einer entsprechenden LTE-Funkzelle auf 800 MHz mehr als doppelt so groß ist wie die einer 1800 MHz Zelle, wie das zum Beispiel bei der Telekom der Fall ist. So, ich habe hier noch das Ergebnis des 4G-Netztests aktiv, habe jetzt in den Einstellungen mal 4G explizit ausgestellt. Ich habe mich jetzt in das 3G-Netz umgebucht, wird mir HSPA Plus mit sogar 3 Balken angezeigt und dann führen wir den Test mal neu aus und dann schauen wir mal, ob das 3G oder das 4G-Netz an diesem Standort bessere Werte erbringt. Aktuell läuft der Ping-Test, der aber eine relativ hohe Ping-Zeit erreicht. Und die Geschwindigkeit ist sogar relativ ähnlich, was aber eben erstaunlich ist, da eben das 3G-Netz sogar eigentlich einen besseren Empfang hat. Das also heißt, mit einem in Anführungsstrichen schlechteren Empfang erreichte das 4G-Netz gute Werte. Und der interessanteste Punkt an der Stelle ist natürlich,
dass nur 918 Kilobit pro Sekunde im 3G-Netz für den Upstream erreicht werden. Also wenn Sie zum Beispiel E-Mails versenden oder Fotos an Ihre Freunde und Bekannten oder Social Networks nutzen, dann ist das 4G-Netz auch dadurch interessant, weil insbesondere der Upstream deutlich höher ist, als das im 3G-Netz üblicherweise der Fall ist.